So, willkommen, Sonnenschein. Wir packen unsere 7 Sachen in den Flieger ein. So, wir dürfen wieder mitspielen hier gegen Arcana. Ich weiß echt nicht mal, wo ich den einbauen soll in. Oh, nice. Oh mein fucking Gott. Geil, setzen wir erstmal die Karte. Nice. Was hatte die für einen Effekt gehabt? Details anzeigen, bitteschön. Falls diese Karte als Tributbeschwörung beschworen wurde, wenn sie vom Spielzeug. Falls diese Karte als Tribut. Wenn sie vom Spiel. Aha, okay. Wurde. Nice. Ja, wir haben ja bloß eine Karte. Da setzt man sich schon mal im Verteidigungsmodus. So muss ablaufen, Leute. Das freut mich doch sehr. Ich hoffe bloß, er hat keine Karte zum Aufdecken. Irgendwas brauche ich ja. Ja, jetzt geht das schon wieder los. So, alle bitte zurücklehnen. Das kann sich jetzt nur noch in Stunden angeln. Oder auch nicht. Uiuiuiui. Maschine Unterwelt. Wir beschwören mal. Ich bin mal gespannt, ob er hier was angreifen. Hat er was? Er hat was. Ja, genau das gleiche. Okay. Ja, will ich. Aus dem folgenden Grund. Sonst kann er sich eine Dings wiederholen. Monster im Kampf zerstört Effekte gerade aktivieren, ja. Achso, nein, 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 nein. Der hat ja nicht zum. Obwohl ich hätte auch. Nee, ein Monster auf dem Spielfeld. Nee, alles gut. Och, trotzdem holt er ihn wieder. Och, gibt's doch nie. Jetzt holt er sich die Fusionskarte. Ich möchte gerade eine Zeit für den Effekt von dem hier lesen. Ja. Oh, das ist das schön, nicht wahr? Jedenfalls wird die Kleid zerstört. Ja, die setzen wir mal. Aber was anderes können wir nicht machen. Ja, die könnte man auch noch behalten. So. Und eine Verteidigungsbasis aufgebaut. So, die Karte ist zerstört. Auf Wiedersehen. 2200. Gerne geschehen. Dann können wir mal gucken. Das war damals meine Lieblingskarte. Drache, der in der Höhle haust. Die habe ich geliebt. Ich weiß nicht wieso, aber die habe ich geliebt. Vor allem, weil sie 2000 Defense hat. Das hat nicht jede Karte. Deswegen fand ich das geil. Auch schon damals. Lege 3 Zählermarken auf diese Karte, wenn du die als normal beschwörst. Diese Karte wird nicht als Ergebnis eines Kampfes zerstört. Heißt, diese Karte mit einem Monster bekämpft wird ein Fenner. Aha. Dann setzen wir die mal. Ja, ein Monster als Tribut. Nehmen wir natürlich den mal. Ja, 2000 bin ich doch. Ich bin doch nicht verrückt. Da mal wieder eine schöne verdeckte Karte und dann beenden wir unseren Zug. Och nein. Och nein. Da wusste der Computer genau, was ich mache. Oh, Elementarheld. Nee, ist doch kein Elementarheld. Details anzeigen. Wenn diese gerade kontrollierst, durch den Kopf kannst du die derzeit die Ar Wow. Bringt mir gar nichts. Ich kämpfe mit der. Damit sehe ich, was hier drunter ist. Hat er was? Hat er was? Er hat nichts.
Er hat wirklich nichts darunter. Das heißt, theoretisch bin ich im Arsch. Er kann einfach nichts oder will nichts. Ja. Wir beschwören diese Karte. Tauschen gegen Spillingsschildverteidiger. Kriegen diese drei Marken drauf, genau. Was war das jetzt gewesen? Das war Spiegelkraft. Nice. Und ab in die Battlephase. Och, ist das geil. Ist das geil. Fühlt sich das gut an. So. Ja, jetzt habe ich dadurch nochmal einen Punkt verloren durch einen Angriff. Ist mir aber auch relativ egal. Oh nein, jetzt geht das schwer los. Da wir aber die magischen Zylinder hier. Oh, ja gut, die hätte ich noch legen müssen. Los, greif an, greif an. Ja. Aktivieren wir mal trotzdem die, das gefällt mir trotzdem. Weg mit dir, du gefällst mir überhaupt nicht. Jo, die nächste Karte davon. Die setzen wir mal auch schön und dann greifen wir direkt mal an, oder? Würde ich mal geil finden. Also diesmal war das Herz der Karten auf meiner Seite. So, und jetzt bin ich nicht mal geschützt mit dieser Karte. Und wir gehen zurück in die Endphase. Welche Karte könnte man aktivieren? Achso, nee. Wir erlauben uns den Spaß. Wir wirfen die ab, zerstören die ja. Sicher, sicher. Wer weiß, was passiert. Ach, der zieht trotzdem. Ach, das ist ja gemein. Setzen? Beenden. Das ist mir doch ein... Ah, das ist mir zu riskant. Oh nein. Ach nein, er hat die genommen. Ja, nehmen wir trotzdem mit, nicht wahr? Ich würde mal sagen, schön mit dir gespielt zu haben. Wenn so, macht es ein Siegermeister. So Leute, freut mich jedes Mal. Neues Rezept. Oh. Ich habe eh lange nicht mehr dieses Spiel gespielt, also geht's mir fast hinten los. Wir haben Arcana besiegt. Und zwar natürlich vier, die ich noch nie freigeschaltet habe. Trotzdem Leute, wenn euch das Spiel gefällt oder euch mein Kanal abonniert, liked, sonst was, bis zum nächsten Mal. Würde ich sagen, sagt der Minzy. Ciao, ciao.